Servus, liebe Freunde. Willkommen zurück. Wir schalten das Licht ein, lassen den Helfer hier schön brav weiterarbeiten. Und in der Zeit werden wir uns mal hier so ein bisschen um den ganzen Rest kümmern. By the way, als erstes, bevor wir es vergessen, kaufen wir natürlich unsere Folgetierchen. Das ist wunderbar. Da kommt jetzt so langsam richtig was zusammen. So, hier haben wir aufgefüllt. Das ist erledigt. Das heißt, den können wir auch wieder in Position bringen. Und ja, mein Gedanke in der letzten Folge war ja auch hier eventuell bei Gelegenheit mal einen Unterstand zu bauen. Im Großen wäre am besten, damit wir hier auch mal ein bisschen sortieren können. Es kommen ja demnächst auch einige Geräte wieder runter. Und dafür sollten wir natürlich optimal vorbereitet sein, denn es wird schon dann ein wenig eng hier unten. Ihr seht schon, hier ist die erste Stufe durch. Das hatten wir beim Düngen beim letzten Mal schon festgestellt. Und jetzt haben wir noch eine große Düngeaktion vor uns. Denn wir müssen ja jetzt unser neues Feld düngen. Da bin ich mal richtig gespannt. 40 Meter, wie kommt ihr zurecht? So, hier fahren wir mal das Ganze schön brav neben dem Briefkasten. Das sieht ganz gut aus. Werden den auch gleich wieder vor den Ladewagen spannen, hier den Traktor, damit wir wieder unsere Ordnung haben. Und ja, als nächstes müssen wir uns jetzt auf den Big X, hätte ich schon fast gesagt, Quatsch, auf den Schlüter vorbereiten. Big X kommt ja ein bisschen später. Da habe ich übrigens das Video online, also ihr wisst jetzt, wenn ihr das Video gesehen habt, warum ich auf alle Fälle dann den 1100er haben möchte. Denn da können wir wirklich aus allem was machen. Was natürlich auch mal interessant wäre, wäre zu wissen, was bringt eigentlich mehr, wenn wir über den Big X das Grasfeld bearbeiten? Aber das geht ja gar nicht. Ne? Also das ist ja nur für... Obwohl doch, das geht ja. Doch, ach was ein Quatsch. Wenn wir das Grasfeld mit dem Big X bearbeiten, funktioniert ja. Allerdings bringt das dann mehr, als wenn wir es abmähen? Das müssten wir mal rausfinden. So, wir gucken jetzt mal, wo wir hier unsere ganzen Fahrzeuglein stehen haben. Der Kipper ist ja soweit hier durch. Da haben wir ja alles erledigt. Da war es ja nur eng gewesen, ob wir jetzt noch Geld brauchen für das Feld oder nicht. Das hat aber wunderbar geklappt. Also stellen wir dementsprechend mal unseren Kipper hier ab. Oh, lassen den mal hier nach Auswahl des richtigen Gerätes stehen und werden uns mal die Düngespritze holen. Hier unsere große Monsterfeldspritze. So, ich gehe mal wieder auf meine Lieblingsansicht, finde aber irgendwie den... Halt, da bin ich gerade einen Slot nebendran gefahren. Okay, sollten wir vielleicht mal in die Richtung korrigieren. Und dann werden wir uns mal an das Düngen des großen Feldes machen, des ganz großen. So, ich tanke aber besser mal nach. Ich glaube, das ist angenehmer, denn ich weiß ja gar nicht, wie viel wir da oben überhaupt brauchen. Deswegen fahren wir schnell mal hier rüber. Gucken jetzt mal, wie viel wir hier verbrauchen. So, wir füllen die Feldspritze mal auf. Da geht ja einiges an Geld weg. Ihr seht schon, da sind jedes Mal gute 1000 Euro, die hier reinlaufen. Allein für den halben Tank, wenn der dann voll ist später. Oh, Backe, ich will es gar nicht genau wissen. So, und jetzt werden wir mal in Richtung unseres neuen Feldes fahren und werden dort dann dementsprechend mal das Düngen starten. Die Condor, die hat sich ja beim letzten Mal schon sehr gut geschlagen. Das hat ja wunderbar funktioniert hier. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Düngen hinhaut. Und ja, war ein bisschen blöd, dass ich jetzt da mitten in der Nacht sozusagen angefangen habe. Deswegen halt wieder im Dunkeln. Sorry dafür. Aber ich bin so begeistert, dass ich das Feld jetzt habe. Dann können wir jetzt endlich loslegen. So, ist das jetzt schon das Richtige? Nein, das ist ja noch das Feld 15. Wir müssen noch eins weiter. Denn das Feld 14 haben wir uns ja geholt. So, das ist hier hinten dran. Da werden wir jetzt gleich einen Riesenspaß haben und mal schauen, wie wir da durchkommen. So, hier ist unser schönes, großes, neues Feld. Wir klappen schon mal die Düngekollegen auf und müssen wahrscheinlich erstmal uns hier wieder etwas orientieren, wie das Ganze hier dann aussieht. Ah, jetzt ist das wieder mit dem Lenken ein bisschen blöd. So, fahren wir jetzt mal so rum ran. Müsste doch jetzt gehen. Mit dem hier so langsam etwas, genau, so. Jetzt einmal in die richtige Spur. Ah, da bin ich ja froh, dass wir jetzt hier wirklich das große Gefährt haben. So, sollte das dann hinhauen? Ja. Das heißt, wir werden jetzt gleich so uns aufstellen. Das sollte jetzt passen. Gut. Okay, sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, wird aber hinhauen. Also gehen wir mal auf die Fahrstufe 2. Starten mit einem vollen Tank.
Und jetzt bin ich gespannt, wie viel wir denn im Endeffekt dann brauchen dafür, um das gesamte Feld hier zu düngen. Ich sehe gerade, der ist nur auf 18 km/h. Das werden wir mal noch ein bisschen optimieren. Gehen mal so auf 21, denn ansonsten brauchen wir zu lang. Und senken natürlich auch hier die Spritze wieder ab. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit kommen wir mit einer Füllung hiervon. Denn dann wissen wir auch schon mal, was uns das Ganze kostet. Ah, da links habe ich noch den kleinen Farmol stehen. Den können wir dann auch bei Gelegenheit mal wieder auf den Hof runterfahren. So, und vor allem, ja gut, die Kondor werden wir mit 40 Metern wahrscheinlich doch noch einholen können. Mal schauen. Und ich denke mal, hierfür wäre es, wenn man also sich später wirklich darauf konzentriert, vielleicht sogar der Fronttank sinnvoll, aber auch das können wir jetzt mal rausfinden. Wir haben jetzt gerade mal die erste Spur, sind aber im Prinzip schon mit 10% durch. Oh, das sieht auch toll aus. Ja, hier hat er ein Stück weggelassen. Okay, da müssen wir beim nächsten Mal einsehen, gucken, warum, wieso, weshalb. Und ja, beachten dann einfach mal genau die Ecke. Da hinten bin ich nicht ganz so perfekt drüber. So, jetzt passt das wieder. Ah, hier unten haben wir auch noch einen kleinen Feldversatz. Da ist natürlich auch noch ein bisschen Obacht. So, und hier haben wir jetzt das Problem. Wir kommen ja mit dem 40-Meter-Kollegen gar nicht gescheit rum. Deswegen werde ich hier im Vorfeld schon mal ein bisschen drehen. Es sollte eigentlich ganz gut hinhauen. So, haben wir doch ganz gut gelöst. Noch ein Stückchen nach links rausfahren, um natürlich die Breite wieder zu optimieren. Ach, was bin ich heilefroh, dass wir hier die großen Geräte schon haben. Mit der kleinen Feldspritze hätten wir da ewig gebraucht, wirklich ewig. Da wären wir, glaube ich, mit 3-4 Folgen nicht nachgekommen. Denn das ist ja schon einiges, was hier fehlt. Und ich glaube, der ist immer noch ein Ticken hoch. Können wir noch mal ein Stück runtergehen? Ja, das sieht gut aus. So. Ja, und so macht das natürlich dann doch eher Laune. Denn dann kommen wir hier viel flüssiger und zackiger durch. Und ihr seht schon, wir sind jetzt nur noch auf 80%. Also da ist schon einiges, was wir brauchen. Und deswegen werden wir auch da dann wahrscheinlich den ganz großen Güllestreuer für einsetzen müssen, wenn wir uns dafür entscheiden. Ja, da geht viel weg. Das ist natürlich schon heftig. So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen die Spur anpassen, damit wir da einigermaßen sauber durchkommen. Oh, und da unten werden wir wohl auch wieder diese Kurve fahren müssen, denn wie gesagt, mit 40 Metern, das können wir nicht einfach mal da unten schnell wenden. Und ich denke mal, mit diesem Kurvenfahren ist das auch gar nicht so schlecht. Da kommen wir ja eigentlich ganz gut mit hin. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal die Kurve direkt starten. Oh, da hängen wir schon fest, da müssen wir also mal ein bisschen aufsetzen, ein bisschen höher machen. Oh, und jetzt gehen wir hier gleich wieder rein. Ja, passt doch ganz gut. Das heißt, ganz abgelassen können wir nicht drehen durch die Hügel. Naja, deswegen heißt das wahrscheinlich auch Westbridge Hills, ne? Und wo ist die Kondor? Die sehe ich noch gar nicht. Ist schwierig zu sagen. Irgendwie ist die noch gar nicht hier in Sicht. Aber von der Breite her müssten wir doch schon bald an der Kondor dran sein. Ich meine, wir haben jetzt so gesehen 120 Meter Feldbreite schon bearbeitet. Mal gespannt, wann uns die Kondor hier sozusagen über den Weg fährt. Die hat ja auch schon einiges gemacht. Auf der anderen Seite muss man ja auch mal ganz deutlich feststellen, da hinten ist ja noch ein bisschen Feld. Sieht man im Dunkeln so gar nicht. Deswegen würde ich das eigentlich auch lieber gern im Hellen machen. Aber jetzt haben wir es begonnen. Da rechts sind Bäume. Das heißt, da müssten wir dann auch bald die Kondor irgendwo sehen können. Ich denke mal, spätestens mit der nächsten Runde sollte das hinhauen. Oh, da lasse ich eine kleine Lücke. Das ist nicht so gut. Das können wir noch ein bisschen verbessern. Oh, mal noch ein Stück rüberfahren. Oh, ein bisschen stärker einlenken, weil da unten hatte ich einen kleinen Schlenker drin. Aber den können wir natürlich auch einwandfrei korrigieren. Das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Und jetzt müssen wir auch wieder entsprechend drehen. Da habe ich jetzt allerdings eine größere Lücke drin. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite. Oh, die Kondor ist da. Ha! Und das fast auf der letzten Spur hier. Ne, das ist die letzte Spur. Ja, ist das nicht schick? Dann ist die Kondor durch. Ja, wunderbar. Das hat natürlich dann Bombe hingehauen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier schon fast einen halben Tank weggeballert. Also das wird mit dem Güllestreuer in ganz klein nicht so gut funktionieren. Ich denke mal, da werden wir ein paar tausend Liter mehr brauchen. So, und da links ist jetzt nochmal ein Übergang. Und das ist nämlich das nächste Problem. Da habe ich eine Lücke. Schnell wieder zurückfahren. Da muss man die Kondor nochmal händisch ansetzen. So, ein bisschen schneller bitte rüberfahren. Genau.
Denn ja, da hat sie jetzt noch nicht eingesehen, denkt aber, sie ist fertig. Das heißt, da müssen wir noch mal reinschauen. Ist halt blöd, dass das so ein Überstand ist. Vielleicht kriegen wir das auch noch ein bisschen besser hin. Da müssen wir mal gucken, ob wir da ein wenig Feldkosmetik noch betreiben müssen. Sozusagen, oh, ich fahre doch ein bisschen sehr knapp. Will ja nicht zu viele Lücken drin lassen. Gut, bei so einem Riesenfeld macht das jetzt nicht die Welt aus. Aber trotzdem, wir müssen ja nichts verschenken. So, und jetzt haben wir schon den halben Tank leer. Da geht also doch einiges. So, und wir heben auch zur Sicherheit noch mal ein bisschen an, denn da hinten ist doch ein ganz schöner Schwung, den wir jetzt hier noch am Berg überwinden müssen. Sonst bleiben wir nämlich da ganz übelst hängen. Oh, und hier sehen wir schon, da ist ein kleiner Rest, den sie jetzt noch nicht fertig gemacht hat. So, wir fahren mal ein Stück rüber. Kriegen wir das vielleicht ganz fertig? Ah, das wird zu eng. Wird leider nicht ganz reichen. Doch, wir kommen so gerade so hin. Aber da haben wir eh noch mal ein Stück, was wir fahren müssen. Eieiei. Und die Kondor müssen wir auf alle Fälle hier auch noch mal ansetzen. Das wird also gar nicht so leicht. Da müssen wir wohl ein bisschen händisch nacharbeiten. So, und jetzt sind wir schon unter 50%. Also da geht richtig viel weg. Also, puh, das denke ich mal, sind dann jedes Mal locker 2000 bis 2500 Euro nur an Düngekosten. Wenn wir das mal hochrechnen, da hat sich doch das Gerät relativ schnell wieder gerechnet. Wenn wir also den ganz großen Güllestreuer dann nehmen. So, und hier haben wir jetzt das nächste Problem, denn da haben wir einen Hügel. Wenn ich da jetzt nicht aufpasse, bleiben wir da ganz böse dran hängen. Das wollen wir nicht, also muss ich vielleicht beim nächsten Mal gucken, ob wir nicht doch von der Außenseite anfangen, von der anderen. Das ist halt ein bisschen ungünstig gemanagt. So, hier können wir wieder ein Stück runtergehen. Ja, da hinten ist die Kondor, die ist fertig. Zumindest denkt sie, sie ist fertig, aber so ganz fertig ist sie dann doch noch nicht. Wir werden aber jetzt mal schnell erst das Düngen zu Ende bringen. So, nehmen den jetzt mal ganz nach oben, mal gucken, ob wir da gerade drüber ruschen können. Ja, wunderbar. So, jetzt muss ich aber mal kurz die ausschalten. Wir wollen ja hier nichts umsonst verstreuen. Werden wir gerade rüberfahren und den Seitenstreifen da noch machen, wo wir auch die Kondor gleich ansetzen müssen. Hier können wir aber auch nicht allzu viel mehr spielen sozusagen. Und selbst der Seitenstreifen ist nochmal ein ganz schönes Bröckchen. So, ich glaube, da kommen wir auch gar nicht groß noch. Nee, da müssen wir sogar nochmal zweimal fahren. Uha, also das ist alles eine ganz andere Dimensionsgröße hier. So, wir senken wieder ab. Ja, und das heißt also, wir brauchen sozusagen gut zwei Drittel von dem Wagen hier, um das einigermaßen gleichmäßig zu düngen. Ich fahre ja jetzt auch schon schräg rüber, aber ich glaube, so ganz auf die Breite kriegen wir es einfach nicht hin. Wäre also der nächste Versuch, mal von dieser Seite hier anzufangen. Vielleicht ist es damit dann einfacher. So, jetzt haben wir schon wieder das Problem. Da links haben wir jetzt noch einen Streifen. Das mache ich aber erstmal hier aus. So, und wir sind auf dem Hügel. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass wir einigermaßen gedreht kriegen, das Ding. So. Und jetzt können wir uns auch gleich hier ganz vorne wieder ran orientieren. Werden wir wieder einschalten, Fahrstufe 2 und den Rest noch fertig machen. Und ja, ich würde mal fast sagen, damit sind wir mit dem Düngen erledigt und müssen jetzt hier nur noch fertig einsehen. Ja, also Feldverbesserung gibt es natürlich durch die Hügel jetzt nicht wirklich, die wir hier durchführen können. Das ist ein bisschen ungünstig. Also müssen wir da wohl immer ein Äuglein drauf halten. Denn wenn wir hier anfangen und dann ist es auch auf einer Seite durch, auf der anderen nicht, weil halt dieser, ja, dieser Ausbuchtung sozusagen in beide Feldrichtungen geht. So, das ist jetzt auch erledigt. Jetzt können wir sie aber zusammenklappen und fahren das Gerätlich schon einmal weg. Oh, da haben wir noch ein Stück. Das können wir eigentlich dann gleich mit hier nochmal kurz bearbeiten. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn wir schon so da sind. Dann haben wir nämlich ein ganz kurzes Eckchen. Einmal kurz eingeschaltet, erledigt. So, macht das Laune. Wunderbar. So, jetzt geht's wieder aber zurück. Und dafür ist es natürlich jetzt doch wichtig, dass wir noch einen zusätzlichen Traktor haben. Ihr seht schon, denn das kostet ganz schön Zeit jedes Mal. So, und auch das Zusammenklappen geht natürlich nicht jetzt sofort. Das braucht auch bei 40 Meter ein bisschen. Jetzt können wir sie zurückfahren. Wunderbar. So, bringen den hier gleich wieder mal ins Unterständle rein. Ja, das Feld 15 zu kaufen wäre jetzt allein schon schön, dass wir nicht jedes Mal außen rumfahren müssen. Aber so einfach ist es ja dann auch wieder nicht.
Also, das heißt, in der nächsten Folge, denn leider ist unsere Zeit schon wieder um, das ist blöd, geht auch viel zu schnell, müssen wir den schmalen Streifen noch düngen. Oder wir würden es anders machen, wäre natürlich auch eine Idee, wir würden auf diesen ganz schmalen Streifen verzichten und würden da Gras drüber sehen, sozusagen, dass wir das Feld ja etwas verkleinern, aber doch zu unseren Wünschen anpassen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich meine, wir haben eine riesengroße Feldfläche und es kommen ja Riesenfelder dazu. Ob es nicht für uns zum Vereinfachen sinnvoller wäre, die linke Beule sozusagen am Feld 14 mit Gras zu besehen, damit wir da einfach nicht jedes Mal nacharbeiten müssen. Ich glaube, das wird es dann doch ein bisschen leichter machen. Wir müssen da echt mal schauen. So. Jetzt muss ich hier mal schauen, denn hier ist das wieder mit dem Einlenken so blöd. Ich fahre mal ein Stück näher ran mit der Kamera. Dann sehe ich auch, wo ich hinfahre. So, dann werden wir mal ganz vorsichtig gucken. Ich glaube, jetzt bleibe ich gleich hängen. Oder passt das? Gerade so. Oh, der lenkt mit ein. Das ist ja in dem Fall doch echt mal ein Vorteil. Dann lassen wir den mal stehen. Dann ist gut. Stellen den Traktor hier ab. Wechseln mal schnell rüber. Hier sieht es noch gut aus. Ja, die ist fertig. Eigentlich. Hat aber, wie gesagt, das Problem, die Ausbuchtung. Ne? An die müssen wir jetzt nochmal ran. Da stelle ich das Gerät auch schon mal hin. Da kann ich euch auch gleich zeigen, welche Ausbuchtung ich meine. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte auf die Karte in Großansicht. So, und hier diese linke Ausbuchtung. Da wäre meine Idee, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, das Eck sozusagen wegzumachen. Bis hierhin hat sie ja eingesät. Das hat geklappt. Aber den Rest, diese zwei Spuren, die fehlen uns. Das können wir beim nächsten Mal einsehen, vielleicht nochmal beobachten und dann überlegen, ob wir es vielleicht nicht wegmachen, hier das Stück, und Gras machen, damit wir einfach nicht gucken müssen oder ob wir uns dann doch die Arbeit machen und halt immer wieder nochmal händig nachsehen. Ich sage aber für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, Servus und Tschüss.